Herzlich willkommen zum Fabersoft 30 Minuten Webinar EU-Datenschutzgrundverordnung, Herausforderungen und Lösungen für Schweizer Unternehmen. Mein Name ist Isabel Stingel und ich freue mich, Sie heute als Moderatorin online begrüßen zu dürfen. Im heutigen Webinar dreht sich alles um die Frage, ob und inwieweit die neuen strengeren Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung Schweizer Unternehmen betreffen. In den kommenden 30 Minuten erfahren Sie, ob die Regeln Sie betreffen und was zu tun ist, um weiterhin gesetzeskonform mit Partnern, Kunden und Lieferanten aus den EU-Ländern zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren heutigen Gastsprecher vorstellen zu dürfen. Dr. Christian Wind, Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Bragi, gibt Ihnen einen Überblick über die neuen Grundsätze für die Datenverarbeitung. Er erklärt, wie Sie die Compliance in ausgewählten Gebieten, wie zum Beispiel bei der Datenschutzfolgenabschätzung oder dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten einhalten und die DSGVO intern umsetzen können. Im zweiten Teil des Webinars wird Clemens Berger, Direktor der Fabersoft Schweiz AG, in einer kurzen Live-Demo die Fabersoft EU DSGVO Toolbox vorstellen, mit der Ihnen ein Tool für die einfache, rasche und kontinuierlich kontrollierte Umsetzung der DSGVO-Vorgaben zur Verfügung steht. Falls Sie während der Präsentation Fragen haben, bitte ich Sie, diese im Chatfenster rechts am Bildschirm einzutragen. Wir werden diese dann im Anschluss an die Präsentation beantworten. Nun übergebe ich das Wort und den Bildschirm an Dr. Wind. Ja, guten Tag, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, Sie zum Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung Compliance als Schweizer Unternehmen in den nächsten 12 Minuten einführen zu können. 12 Minuten für ein 150-seitiges Dokument ist eigentlich fast eine Möglichkeit, aber ich werde mich versuchen, möglichst kurz zu fassen und gehe daher auch gerade auf die Executive Summary Page. Wie Sie alle wissen, die gute Nachricht ist, oder die schlechte Nachricht, je nachdem, die DSGVO tritt nächste Woche, nächsten Freitag, am 25.05. definitiv in Anwendung und dann ist sie zu befolgen. Aus der Zusammenstellung hier sehen Sie die fettgedruckten Bereiche wie Anwendungsbereich, Grundprinzipien und so weiter mit eckigen Klammern. Diese Klammern entsprechen dann den nachfolgenden Folien und diese hervorgehobenen Punkte und Elemente möchte ich sehr gerne mit Ihnen durchgehen. Wichtig zu wissen ist einfach, und das ist immer das häufig zitierte Damoklesschwert in der untersten Zeile, die Sanktionen, die je nach Vorfall 2, 4 oder 4% respektive 10, 20 Millionen vom globalen Umsatz betreffen können, werden natürlich nur dann zur Anwendung gelangen, wenn es um besonders schwerwiegende Verfehlungen handelt, weil im Einzelfall ist immer genau abzuklären, ist ein fahrlässiges, absichtliches Versehen und so weiter. Also, und auch die Behörden selber wird man dann schauen, wie das kommt. Ich glaube, die viel größere Gefahr als von den Bußen kommt von den ganzen Prinzipien, vor allem in Deutschland und in Österreich mit den möglichen Abmahnungen, dass Sie plötzlich von einer deutschen oder österreichischen Kanzlei ein Schreiben bekommen, Ihre Webpage oder Ihr Disclaimer oder was auch immer sei, nicht DSGVO-konform und dann eine Abmahnung beiliegend haben. Ich möchte aus diesem Grund gerade zum zweiten Punkt übergehen. Ich glaube, wichtig für all die Unternehmen, die selber eine Niederlassung in der Europäischen Union haben, dass die darunter fallen, ist selbstverständlich. Wenn sie aber keine Niederlassung in der Europäischen Union haben, dann könnte man sich auf den Standpunkt stellen, das trifft gar nicht für mich zu, dem ist vielleicht so, aber eben unter Umständen auch nicht. Und Sie sehen hier auf dem Slide im unteren Teil, wenn Sie eben nicht in der EU niedergelassen sind, aber trotzdem betroffenen Personen in der EU und das, ob es entgeltlich oder unentgeltlich ist, Waren oder Dienstleistungen anbieten, sage explizit anbieten, oder das Verhalten dieser betroffenen Personen effektiv beobachten, soweit das Verhalten in der EU erfolgt, dann fallen sie unter den räumlichen Anwendungsbereich. Also jede Form von Profiling oder Tracking würde da darunter fallen. Ganz wichtig erscheinen mir die Grundprinzipien. Ich glaube, der wichtigste Punkt hier ist, wenn sie unter die DSGVO fallen, dann besteht in Absatz 2 von Artikel 5
diese Rechenschaftspflicht. Das heißt, all die oben erwähnten einzelnen Grundprinzipien müssen eingehalten werden und sie müssen den Nachweis erbringen können, dass sie eingehalten worden sind. Und das erfordert natürlich vor allem in dokumentarischer Hinsicht einiges an Zusatzaufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Und was mir auch ganz wichtig erscheint, ist, die DSGVO hat eigentlich den Grundsatz des Verbotes einer jeglichen Datenverarbeitung. Und nur wenn sie einen Erlaubnis mit Erlaubnisvorbehalt, das heißt, wenn gewisse Punkte erfüllt sind, dann nur dürfen sie Daten verarbeiten, damit die dann rechtmäßig werden. Über die einzelnen Grundprinzipien möchte ich hier aus Zeitgründen nicht näher eingehen, aber es war mir einfach wichtig, mal aufzuzeigen, damit Sie sehen, was das alles beinhaltet, insbesondere auch die Datenminimierung, das heißt, dass hier nur das Nötigste erhoben werden muss. Es ist auch wichtig, wenn Sie ein B2B-Business sind, dann ist wahrscheinlich die DSGVO mit Ausnahme der Mitarbeiterdaten eher nicht das große Thema, weil es müssen die personenbezogenen Daten, ich habe Ihnen hier die Definition aufgeführt, betrifft tatsächlich nur eben natürliche Personen. Und das ist aber auch nicht nur besondere Merkmale der Person als solches, sondern auch wenn irgendein Gerät einer Person zugeordnet werden kann, wie zum Beispiel eine Kennnummer oder Standortdaten eines Mobile Phones oder so weiter oder eines Laptops, sind diese Daten auch als Personendaten zu berücksichtigen. Nun, ich habe Ihnen vorhin gesagt, der Grundsatz des Verbotes der Datenverarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt, der wichtigste wahrscheinlich ist die Vertragserfüllung. Sobald Sie eine vertragliche Beziehung eingehen, dann dürfen Sie gestützt auf diese gewisse Daten erheben und die brauchen dann nicht besonders noch bedürfen einer Einwilligung. Auf der anderen Seite kann es aber auch gesetzliche Pflichten geben, aufgrund deren Sie Daten erheben müssen. Aber der wichtigste Punkt wahrscheinlich und der relevanteste dürfte dann eben doch die Einwilligung sein. Und hier habe ich auch die formalen Anforderungen kurz erwähnt. In der Regel kann ein Mausklick genügen, schweigen jedoch nicht. Und dass dieser Mausklick dann tatsächlich passiert ist, dafür müssen Sie wieder als Verantwortlicher den Nachweis erbringen. Dann ist ganz wichtig, dass Sie über die Identität des Verarbeiters und den Zweck der Datenverarbeitung informieren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch das Kopplungsverbot erwähnen. Also wenn Sie verschiedene Zwecke verfolgen mit der Datenverarbeitung, dann ist für jeden dieser Zwecke eine eigenständige Einwilligung erforderlich, darf also nicht kombiniert werden. Und was auch wichtig ist, die Einwilligung, die Sie bis jetzt einverlangt haben, die bleiben auch gültig. Aber selbstverständlich dann sämtliche neuen Einwilligungen müssen sich an den neuen Regeln orientieren und auch sich daran messen lassen. Mit Hinblick vielleicht auch noch auf das jederzeitige Widerrufsrecht ist klar, die Wirkung ist dann immer in die Zukunft, aber nicht rückwirkend, wenn die Einwilligung schon vor einem Jahr gegeben wurde und jetzt nach einem Jahr widerrufen wird, dann gilt es eben erst ab jetzt. Nun, eines der ganz wichtigen und zentralen Punkte sind auch die Informationen, welcher Inhalt an die Betroffenen mitgeteilt werden muss. Sie sehen hier auch nochmals die Datenkategorien, Datenempfänger, Bearbeitungszwecke, Kontaktdaten. Ganz zentral sind auch die Hinweise auf die Rechte der Betroffenen, auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Beschränkung, Widerspruch und auch Datenportabilität, dass wenn Sie vom einen Anbieter die Daten wegnehmen wollen und woanders hinbringen, dass das möglich sein muss. Und ich glaube, das sind hier die wirklich ganz zentralen Punkte, die es zu berücksichtigen gilt. Ein ganz wichtiges Element, das ist das nächste, ist die Datenschutzfolgeabschätzung, dass wenn Sie insbesondere, hier sehen Sie den Hinweis auch, das ist also nicht abschließend, sondern wenn irgendwie aus der Form der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheit natürlicher Personen zufolge gibt, dann müssen Sie eigentlich so eine Datenschutzfolgeabschätzung machen. Und wie das genau der Inhalt, was das genau beinhalten muss, sehen Sie auch auf der Folie unter den Buchstaben A bis D. Da möchte ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht weiter eingehen, aber Sie können das hier dann selber überprüfen und nachlesen. Das Wichtige ist einfach, und das ist fast ein Paradoxon,
ob sie tatsächlich eine Datenschutzfolgeabschätzung machen müssen oder nicht. Um diese Frage zu beantworten, braucht es eigentlich gerade eine Datenschutzfolgeabschätzung, damit dann eben nachgewiesen werden kann, ja, wir brauchen es eigentlich gar nicht, weil wir eben keine entsprechende Risiken haben. Und damit ist dann so eine Abschätzung auch gerade Nachweis über die Risikobeurteilung und sie erfüllen damit auch, wie ich eingangs schon erwähnt habe, nach den Grundprinzipien die Dokumentationspflicht verantwortlich für diese Datenschutzfolgeabschätzung, sehen Sie auch, ist nicht etwa der Datenschutzbeauftragte, den Sie allenfalls bestimmen müssen, sondern der Verantwortliche selber. Damit käme ich zum nächsten weiteren Dokumentationspunkt, der sehr zentral ist, nämlich das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Ich habe Ihnen hier die Details des Verantwortlichen aufgeführt. Da sehen Sie auch, dass Sie die verschiedenen Namen und Kontaktdaten gegeben müssen. Allenfalls, wenn Sie den haben, auch einen Datenschutzbeauftragten. Und seien Sie nicht überrascht, wenn Sie die Erfüllungen des Datenschutzes oder die Voraussetzungen zur Ernennung eines Datenschutzbeauftragten nach DSGVO nicht erfüllen, kann es durchaus sein, wenn Sie tätig sind in Deutschland zum Beispiel, dass dann das deutsche Datenschutzgesetz noch andere Voraussetzungen hat, wonach Sie dann allenfalls einen Datenschutzbeauftragten ernennen müssen. Die DSGVO hat hier sogenannte Öffnungsklauseln, die es dann den Mitgliedstaaten erlauben, in besonderen Fällen dann eben davon abzusehen und doch einen Datenschutzbeauftragten ernennen zu müssen. Hier im Verarbeitungstätigkeitsverzeichnis auch Beschreibung der Kategorien der betroffenen Person, personenbezogene Daten, auch allenfalls Empfänger. Wenn sie an ein Drittland weitergegeben werden, haben sie hier noch zusätzliche Anforderungen. Dann, wenn möglich, auch die vorgesehenen Fristen, wie lange Sie die Daten aufheben und bearbeiten wollen und auch wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Der Vollständigkeit halber hier auch noch das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten für den Auftragsverarbeiter, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Ein ganz wichtiger Punkt scheint mir noch, wenn Sie unter die DSGVO fallen, müssen Sie im Falle von Datenschutzverletzungen melden und das ziemlich zügig. Also die Checkliste ist eigentlich, liegt überhaupt eine unbefugte Datenbearbeitung vor? Wenn das der Fall ist, ist die Frage, ist ein Datenverlust? Wenn ja, müssen Sie melden. Wenn nein, kommt noch die Zusatzfrage, besteht ein Risiko für die Betroffenen? Wenn da wiederum ja ist, dann müssen Sie melden. Und wenn kein Risiko für die Betroffenen ist, weil zum Beispiel die Daten anonymisiert sind und nicht rückverfolgt werden können, dann besteht hier keine Meldepflicht. Die Krux hier an der ganzen Sache ist, dass diese Meldung innerhalb von 22 Stunden passieren muss, nachdem Sie davon Kenntnis haben. Und deshalb empfehlen wir hier ganz dringend, dass Sie nicht nur so eine Art Incident-Response-Team zur Verfügung schon haben, dass die Leute Bescheid wissen, wenn so ein Vorfall eintreten könnte, was zu tun ist. Und idealerweise haben Sie dann auch schon vorbereitete Prozesse und Texte. Wichtig ist, die Meldepflicht geht in der Regel sicher immer an die Aufsichtsbehörde und in besonderen Fällen aber auch an die betroffenen Personen, was je nachdem ziemlich aufwendig sein kann. Damit komme ich schon zum Schluss. Die Umsetzung, wie gehen Sie vor? Wir empfehlen unseren Klienten hier so einen Vier-Schritte-Approach. Also erstes die Strategie der Datenschutz-Compliance-Festlegung. Und da ganz wichtig, es ist immer ein risikobasierter Ansatz, die Verantwortlichkeiten und Prioritäten festlegen und jetzt sicher mal abklären, fallen wir überhaupt unter die Anwendbarkeit der DSGVO. Dann der zweite Schritt ist die Erhebung des Ist-Zustandes. Welche Datenbearbeitung fallen überhaupt an? Wo finden die statt? Wer macht die? Was ist darin? Und so weiter. Wie sehen unsere Einwilligungen aus? Wir beurteilen den Stand der Datensicherheit und erfassen auch unsere Richtlinien, Verträge und so weiter, wie wir das im Moment dort haben. Der dritte Punkt wäre dann Risikobeurteilung und Anpassungsbedarf, eben je nachdem eine Datenschutzfolgeabschätzung erstellen, die Prioritätenfestlegung, Umsetzungsplanung und allenfalls intern die Richtlinienweisungen anpassen und dann, wie üblich in solchen Fällen, einen Maßnahmenkatalog festlegen und umsetzen. Der Schluss ist dann das Anpassen, Systeme anpassen, formelle Anforderungen erfüllen, diese Verzeichnisse erstellen, die Informationspflichten umsetzen, Einwilligungserklärungen, wenn nötig, einholen, Datenschutzklauseln vorsehen und so weiter und so fort.
Also ich denke, für die nächsten 9 Tage, wenn da noch was zu tun wäre, dann fallen die Pfingsten wahrscheinlich ins Wasser. Und ansonsten denke ich, wie gesagt, wenn Sie im B2B-Bereich sind, ist das vielleicht auch nicht so das große Thema, aber nichtsdestotrotz, man sollte sich das auch aus Compliance-Gründen sicher annehmen und sicherstellen, dass man hier nicht unnötige Franken hat. Das wäre alles von meiner Seite. Herzlichen Dank. Dann würde ich sehr gerne für das Tool Datenschutzmanagementsystem von Fabasoft an den Herrn Clemens Berger weiterleiten. Sehr geehrte Damen und Herren, auf seiner letzten Folie hat uns Herr Wind eine Checkliste für die Umsetzung der DSGVO im Unternehmen zur Verfügung gestellt. Um bereit zu sein, sind also viele Herausforderungen zu meistern. Neben den organisatorischen und inhaltlichen Aspekten gilt es auch, die formellen Anforderungen zu erfüllen. Natürlich könnte man nun mit Hilfe der bekannten Werkzeuge wie E-Mail, Word und Excel die Festlegung und Dokumentation der Verfahrensverzeichnisse, der Datenkategorien und Datenanwendungen im Unternehmen sowie die betroffenen Kreise festhalten und pflegen. Damit habe ich aber keinen kontrollierten Zugriff. Wer darf bzw. wer muss was sehen? Keine Unterstützung der Prozesse zu betroffenen Rechten und keine gesicherten, freigegebenen Vorlagen, zum Beispiel für Meldungen an Behörden. Die von uns empfohlene Lösung ist ein Tool, welches sowohl die lückenlose Dokumentation als auch die gesicherte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure in gelenkten Prozessen ermöglicht. Mit dem EU-DSGVO-Management-System der Fabasoft Cloud steht unseren Kunden eine Lösung für die einfache, rasche und kontinuierlich kontrollierte Umsetzung der Vorgaben zur Verfügung. Das Tool bietet übersichtliche Strukturen und Prozesse, damit Ihre Daten und Dokumente nachvollziehbar und nach den geforderten Regeln behandelt werden. Die Prozesse beispielsweise für Betroffenenrechte oder eine Meldung an Behörden sind mit einem solchen Tool klar vorgegeben, vollständig und nachvollziehbar. Ohne unkontrollierte wilde Aktivitäten im ganzen Unternehmen im Anlassfall. Gerne zeige ich Ihnen folgend dieses EU-DSGVO-Tool live am System. Das Tool steht als Lösung in der europäischen Fabasoft Cloud zur Verfügung. Mit der Fabasoft Cloud haben unsere Kunden einen Service auf höchstem Sicherheits- und Datenschutzniveau. Zertifiziert und auditiert nach den höchsten internationalen Standards. Unsere Cloud ist die erste und immer noch einzige Cloud-Lösung, welche im EuroCloud Star Audit 5 von 5 Sternen erreicht hat. Dies gibt Ihnen die nachvollziehbare Gewähr höchster Datenschutz- und Datensicherheitsstandards. Für Sie gilt Schweizer Vertragspartner, Schweizer Recht, Daten garantiert in der Schweiz. Ich wechsle nun in meinen Browser und befinde mich nun auf der Login-Seite zur Fabasoft Cloud. Das Anmeldeverfahren sieht eine Zwei-Faktor-Authentisierung vor, so wie Sie das vielleicht von Ihrer Online-Banking-Anwendung her kennen. Der erste Faktor ist zum Beispiel E-Mail-Adresse und Passwort oder die Swiss ID oder wie bei mir ein Client-Zertifikat, welches auf meinem Laptop installiert ist. Das System verlangt nun einen zweiten Faktor und das ist ein PIN, den ich auf mein Mobilhandy jetzt gerade erhalten habe und hier jetzt eingebe. Ich kann den auch via E-Mail anfordern, wenn mein Handy zum Beispiel gerade nicht zur Verfügung steht. Als erstes wird mir im Willkommensscreen aktuelle Benachrichtigungen zugestellt. Aber Sie sehen, ich bin als Clemens Berger jetzt auf meinem Home-Bildschirm in der Fabasoft Cloud angemeldet. Durch Klick auf das Icon DSGVO Toolbox öffnet sich ein übersichtliches Cockpit, welches die 5 zentralen Strukturierungselemente der DSGVO hier jetzt zur Verfügung stellt. Diese werde ich folgend präsentieren.
meine Verfahrensverzeichnisse. Jede staatliche oder private Stelle, die personenbezogene Daten verarbeitet, muss den Umgang mit diesen Daten ja dokumentieren. Diese Dokumentation wird Verfahrensverzeichnis genannt. Diese können analog zu einer Organisationsstruktur hierarchisch aufgebaut werden. Also beispielsweise haben wir hier die Global Com AG, die Muttergesellschaft mit ihren Töchtern. Schauen wir uns einmal die Muttergesellschaft an, beziehungsweise das Verfahrensverzeichnis der Muttergesellschaft. Hier sind zum Beispiel die Datenkategorien in einem Datenkategoriekatalog aufgeführt. Bei der Datenkategorie Mitarbeiterdaten haben wir jetzt im System einmal vier Kategorien fest oder hinterlegt. Das ist einmal die AHV-Nummer, das Gehalt, Eintritts-, Austrittsdatum. Einfach diese Felder sind frei konfigurierbar und auch erweiterbar je nach Anforderung. Ein weiteres zentrales Strukturelement ist das Element Datenanwendungen. Diese bezeichnen Datenverarbeitungsvorgänge und müssen im Verfahrensverzeichnis aufgelistet sein. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das SAP HR-Modul und eine Anwendung Personal File hinterlegt. Dies könnte aber auch ein CRM, ein Newsletter-System oder auch einfach eine Kundengeburtstagsliste sein. Wenn wir uns nun die Datenanwendung SAP HR anzeigen, mit Klick, werden uns die hier hinterlegten Eigenschaftsfelder angezeigt. Unter anderem sind es hier die betroffenen Kreise, das können es also sein Mitarbeiter, ausgetretene Mitarbeiter, Lieferanten, Mitbewerber oder Bewerber. Diese werden unter Eigenschaften bei der Datenanwendung geführt. Ich kann das hier jetzt mit einem Mausklick auf die rechte Maustaste und Eigenschaften anzeigen. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier das Register betroffenen Kreise. Hier kann man jetzt zum Beispiel Mitarbeiter angeben oder mit hinterlegten Auswahllisten den Anwender unterstützen, was da für Möglichkeiten zum Ausfüllen sind. Im oberen Bereich unseres Bildschirms haben wir hier die Möglichkeit, rasch dahin zurück zu navigieren, wo wir jetzt weiterarbeiten wollen. Ich gehe wieder auf die Toolbox-Auswahlliste oder Einstiegsseite. Immer im Kontext, wo sich der Benutzer gerade befindet, wird uns am linken Bildschirmteil eine Auswahl an möglichen Aktionen angeboten. Ich kann hier in meiner Rolle jetzt als Administrator zur Konfiguration wechseln. Schauen wir uns nun weitere Funktionsmöglichkeiten der Toolbox an. Bei einem Verfahrensverzeichnis sind natürlich weitere Informationen zu hinterlegen. Schauen wir uns hier noch einmal das Verzeichnis der Muttergesellschaft Global.com an. Ich gehe wieder auf Eigenschaften und bekomme damit hier wieder eine Registermöglichkeit, zum Beispiel Administration. Hier können diese gewünschten Konfigurationen eingestellt werden, wie zum Beispiel Datenanwendungsarten oder Intervalle. Und auch weitere Eingabefelder, welche gewünscht sind oder nicht, können hier durch einfachen Klick ausgewählt werden. Unter Vorlagen können Standarddokumente hinterlegt werden. Hier ist beispielsweise eine Behördenmeldung oder eine Betroffenenauskunft hinterlegt und freigegeben zur Verwendung im Anlassfall. Im Folgenden möchte ich auf das Thema Prozesse eingehen. In der EU-DSGVO Toolbox können Sie Prozesse definieren, die im Zusammenhang mit Ihren Verfahrensverzeichnissen abgewickelt werden. Diese Prozesse können bei Bedarf manuell gestartet werden, etwa im Zuge einer betroffenen Anfrage oder um eine Behördenmeldung im Falle eines Datenschutzvorfalls abzuwickeln.
Zum Beispiel können Sie auch einen Prozess hinterlegen, der automatisiert den Verantwortlichen an die Überprüfung der Datenanwendungen erinnert. Darüber hinaus können Prozesse so hinterlegt werden, damit diese beim Eintritt bestimmter Ereignisse automatisch gestartet werden, zum Beispiel wenn ein neues Objekt erzeugt wird, wie eine neue Datenanwendung oder ein Lieferant oder ein betroffenen Kreis. Schauen wir uns nun mal einen solchen Prozess an. Wir haben hier drei Prozesse hinterlegt. Ich schaue mal die Behördenmeldung an. Es öffnet sich das Prozessdiagramm. Wir haben hier zwei Ageure, zwei Leute, die mit beteiligt sind. Das ist der Bearbeiter und das ist der Chief Digital Officer. Der Bearbeiter hat einen Datenschutzvorfall und will eine Behördenmeldung starten. Er startet den Prozess. Der Prozess informiert den Chief Digital Officer, dass ein Datenschutzvorfall erfolgt ist und eine Behördenmeldung erstellt werden soll. Aus der Vorlage erstellt der Bearbeiter dann die Meldung. Diese wird vom System an den CDO weitergeleitet zur Genehmigung. Wenn er genehmigt, wird der Bearbeiter die Meldung versenden oder aber die Meldung dann verwerfen. Darüber hinaus können Prozesse so hinterlegt werden, damit diese vermeintlich bestimmten Ereignisse automatisch gestartet werden, wie ich vorhin gesagt habe. Und das gibt natürlich eine sehr große Sicherheit und Qualität im ganzen Management von diesem Thema. Wir haben gesehen, dass die EU-DSGVO-Toolbox durch Verfahrensverzeichnisse und Prozesse eine übersichtliche Ablagestruktur der Daten und ein aufgeräumtes Arbeitsumfeld bietet. Abschließend ein kurzer Einblick ins Sicherheitskonzept der DSGVO-Toolbox. Wenn ich nochmal da auf die Global.com gehe, habe ich dann auf der linken Seite als Administrator kann ich mir ja das Team anzeigen lassen. Und Sie sehen, da gibt es verschiedene Rechte, also Einzelpersonen oder Organisationseinheiten, Teams oder auch externe Leute können mit entsprechenden Rechten hier versehen werden und sind für jeden auch ersichtlich, wer hat da wie Zugriff. Es gibt auch die Möglichkeit, Einsichten zu definieren, also eingeschränkte Rechte nur auf bestimmte Bereiche festzulegen. Die EU-DSGVO-Toolbox von Fafasoft können Sie als Service bereits ab 110 Euro pro Monat abonnieren. Dieses Basispaket beinhaltet 3 Voll-User, 30 lesende User und ein Speicherpaket von 100 GB. Natürlich ist dieses Basispaket beliebig erweiterbar, entsprechend Ihren Erfordernissen. Zum Schluss erlauben Sie mir sicher darauf hinzuweisen, dass wir in unserer Cloud auch weitere Lösungen zur Verfügung stellen. So ist das zum Beispiel ein Vertragsmanagement oder das Kontaktmanagement. Denn auch bei diesen Anwendungsgebieten werden heute Daten oft sehr unkontrolliert in Systemen wie E-Mails und Excel-Listen verwaltet. Hier gibt es nicht die granulare Definition der Parameter, die für das Datenschutzgesetz relevant sind. Bei Fragen für eine Präsentation bei Ihnen im Hause oder für eine verbindliche Offerte stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Sie finden meine Koordinaten hier auf dieser Folie und damit gebe ich das Wort zurück an unsere Moderatorin. Ich bedanke mich bei Herrn Wind und bei Clemens Berger für die wirklich klaren und informativen Erklärungen zu diesem doch herausfordernden Thema und für die anschauliche Präsentation. Wir haben auch einige Fragen erhalten. Ich werde gleich mit der ersten beginnen und die richtet sich an Herrn Wind. Und zwar lautet die, welche Grundprinzipien der DSGVO müssen nun in der Schweiz wirklich eingehalten werden, wenn man betroffen ist? Vielen Dank, Frau Schlingel, für die Frage. Ich glaube, wenn man als Schweizer Unternehmen unter die DSGVO fällt, dann muss man sicherstellen,
dass man jegliche Art von Datenverarbeitung überprüfen, ob die wirklich rechtmäßig ist. Das heißt, basiert sie auf einer gesetzlichen Grundlage, besteht eine vertragliche Verpflichtung dazu, gestützt worauf man diese Daten verarbeiten kann, oder liegt zumindest eine gültige Einwilligung der betroffenen Person vor. Die anderen Grundsätze, die ich auch auf meinem Slide 3 ja gezeigt habe, Bearbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit, kommen dann automatisch zur Anwendung und wie gesagt, müssen diese Punkte dann eben auch im Bedarfsfall nachgewiesen werden können und dokumentiert sein, sei es in Papierform oder eben sei es in dieser Toolbox, wo dann sämtliche Nachweise erbracht werden können. Danke. Die zweite Frage richtet sich an Herrn Berger. Und zwar lautet die, wie lange dauert es, bis die Toolbox zur Verfügung steht, also von der Bestellung bis zur tatsächlichen Anwendung? Herzlichen Dank für diese Frage an den Fragesteller. Die Fabasoft Cloud ist ein Standardprodukt, ein Standardservice, welcher hier und jetzt zur Verfügung steht. Wenn Sie eine Bestellung für die Toolbox machen, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie am nächsten Werktag den Zugriff auf die Lösung haben und mit Ihrem Team damit zu dokumentieren und zu starten können. Oh, super, danke Clemens für die Antwort. Leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Wir werden daher alle weiteren Fragen schriftlich beantworten und sie Ihnen gemeinsam mit der Webinaraufzeichnung in einigen Tagen zusenden. Ich bedanke mich im Namen von Fabasoft für Ihre Teilnahme an unserem Webinar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, Sie bei unserem nächsten 30-Minuten-Webinar kommende Woche ebenfalls zum Thema Datenschutzgrundverordnung wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.